Ja, Freddy Troisdorf, ich würde sagen, der erste Schritt ist gegangen. 14:0, Auftaktspiel in Grefrath gewonnen. Einmal ganz kurz deine Meinung zum Spiel heute. Ja, am Anfang kam er ein bisschen schwer rein, aber dann zum Schluss waren wir da. Das hat man ja auch an dem Ergebnis gesehen. War ein gutes Spiel. Jetzt spielen wir ja morgen gegen Wiesland, da geht es direkt weiter. Ist das jetzt eher gut, dass es heute relativ einfach lief, oder würdest du sagen, könnte auch ein bisschen zu Leichtsinnigkeit oder Überheblichkeit zurückkommen? Nein, die Jungs sind heiß, die wissen, worauf wir uns morgen einlassen und müssen halt Gas geben. Ja, heute relativ viele Duisburger hier. Ich würde sagen, bestimmt 200 Leute mit uns hier hingefahren. Nimmt man das auf dem Eis so wahr und gibt es da vielleicht auch ein Wort an die Fans für? Definitiv nimmt man das wahr und es macht wirklich Spaß mit euch. Die Stimmung ist super, das pusht halt auch natürlich die Mannschaft. Macht weiter so und kommt immer zahlreich in die Halle. Wir freuen uns als Spieler und halt auch als Mannschaft. Danke. Abschließend noch morgen gegen die Cobras aus Wiesbaden, dann wahrscheinlich ein ganz anderes Spiel. Was erwartest du morgen? Ja, mehr Gas, mehr Druck im Tor, auch nach hinten viel mehr arbeiten. Wenn wir alle Gas geben, dann wird das schon. Morgen das Beste, kommt gut nach Hause. Dankeschön. Dankeschön.